Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Auf diesen Tag habe ich ungefähr ein Jahr oder etwas länger gewartet. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal im Juni einen Brief an Volkswagen geschickt und mich ein bisschen beschwert darüber, dass die Kommunikation zu dem ID.3 bezüglich Umweltfreundlichkeit und so weiter mir nicht ausgereicht hat. Und ich habe mal den Marketingchef dieser ID.3-Serie sogar auf der IAA interviewt. Das verlinke ich euch gerade mal hier. Dann habe ich wirklich Wochen und Monate lang immer wieder nachgefragt, kann ich denn den ID.3 mal fragen? Und gerade wieder eine Absage bekommen letzte Woche. Und dann sagt mein lieber Sohn Oskar, du, da fährt einer rum in Konstanz. Und ich sofort hier angerufen beim Volkswagen-Händler meines Vertrauens und gesagt, kann ich mal euren ID-Test fahren? Und er sagt, klar, kein Problem, übermorgen kommen Sie her. Ich bin noch nie damit gefahren und werde jetzt für euch zum ersten Mal einen ID.3 testen. Schlüssel habe ich schon und ja, wenn ich jetzt an das Fahrzeug herantrete, sollte es eigentlich von alleine aufgehen. Ah. Das kenne ich von meinem. Was mir der Volkswagen-Händler meines Vertrauens vorhin freudestrahlend gesagt hat, sie haben gerade ein frisches Software-Update gemacht und jetzt hat dieses Fahrzeug nicht nur ein Head-Up-Display, sondern auch ein Augmented-Display. Das heißt, es soll mir nachher also Navigationssachen auf die Straße anzeigen. Also ich habe hier das iPad, ich habe hier ein zusätzliches Anzeigefeld und da vorne nochmal das Augmented- und Head-Up-Display. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze fährt. Hier kann ich umschalten zwischen Leerlauf, Rückwärtsgang und DB heißt Drive und B ist Rekuperation. Das heißt, man kann mit oder ohne Rekuperation fahren. Ich habe mir schon mal hier den Popo heiß gemacht, das ist auf jeden Fall mal wichtig. Und hier sehen wir jetzt also gleich Geschwindigkeit, Navigationssymbole. Hier seht ihr also das Head-Up-Display in der Scheibe. Ansonsten hat dieses Modell, wie ich mir sagen habe lassen, auch alle Features, die ich mir wünschen kann. Klar, Tempomat, Spurhalteassistent, Abstandshalter und man kann auch sagen, Hallo ID, schalte Sitzheizung vom Beifahrersitz an. Okay. Ja. Yeah. Und dann geht's los. Es macht auf jeden Fall mal ein Geräusch. Das müssen ja die neuen Autos, so ein komisches digitales Fahrgeräusch. Was man natürlich auch gleich merkt, ist, dass die Beschleunigung ist deutlich geringer, als ich es natürlich vom Model 3 gewohnt bin, das ist klar. Ich glaube, sie haben 7 Sekunden oder sowas auf 100, vielleicht sogar ein bisschen langsamer. Aber der erste Eindruck hier drin ist übersichtlich, clean, wertig, okay, also nicht fancy. Ja, und das ist natürlich schon mal nett hier. Ich habe ja eben dieses Head-Up-Display, in dem ich alles sehe. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Und oben drüber ist eben auch noch dieses Augmented Reality Display, wo man dann eben auch Abbiegespuren und solche Sachen sieht. Dieser Pfeil zeigt mir, dass ich jetzt rechts abbiegen muss. Glasdach haben wir hier auch. Also das hier ist offensichtlich die Maximalausstattung. Kostet auch so um die 50.000 rum. Das ist praktisch das, was das ID.3 zu bieten hat. Hallo ID. Ich habe kalte Füße. Was heißt denn einschalten? Wieso bist du noch nicht eingeschaltet? Worüber ich vorhin gestolpert war, war folgendes. So ist die Heizung aus. Und jetzt ist sie an. Usability-mäßig hätte man wahrscheinlich was anderes vermutet. Übrigens, da drüben kommt ein schickes Auto. Aber nachdem ich das rausbekommen hatte, konnte ich sogar über Hallo ID die Füße wärmen. Ich gucke mir mal von außen an, wie die beiden eigentlich nebeneinander so aussehen. So sieht das Model 3 und das ID.3 nebeneinander aus. Da sieht man eigentlich auch mal erst, wie groß das ID.3 doch ist. Obwohl hinten fehlt ein Stück, ne? Es ist größer, als ich es dachte. Und ein klein bisschen kleiner ist es, glaube ich, ne? So, hier haben wir einen Kofferraum. Aha. Eine Klappe. Da sind ein paar Kabel drin. Da müsste ich theoretisch zu Hause dann auch laden können. Diese Klappe ist jetzt hier doch ein bisschen flacher als beim Model 3. Wichtig ist natürlich immer der sogenannte Oskar-Test. Ja, Oskar, magst du mal hinten auf die Rückbank sitzen und mir mal was dazu sagen? So Kopffreiheit, Beinfreiheit und so? Na klar. Na, auf geht's.
Ja, also ich bin auf jeden Fall direkt mal überrascht gewesen über die Beinfreiheit. Mhm. Ich glaube aber, das liegt vor allem auch daran, dass ich eben dachte, dass das Auto viel, viel kleiner ist. Und deswegen dachte ich so, das wird so super eng. Mhm. Aber ist auf jeden Fall, so kann man auf jeden Fall gut sitzen, finde ich. Ist ähnlich, denke ich mal, wie im Model 3. Also hier, das ist ja das altbekannte Problem bei großen Leuten, dass die Schenkel nicht mehr richtig aufsitzen können, mhm. weil die Beine halt so hoch stehen. Das ist hier genauso. Was mir gleich vorhin aufgefallen ist, wenn ich mir durch die Haare gehen will, dann bleibe ich da hängen. Das ist tatsächlich im Model 3 nicht so. Ich glaube, das liegt an dem Glasdach. Diese Polsterung und so, die macht ja doch das Dach ein bisschen niedriger. Mhm. Aber generell auf jeden Fall nicht schlecht so. Wie gefällt dir denn hier das Interieur, die Ausstattung innen hochwertig verarbeitet? Ich kann das natürlich nicht mit so super vielen anderen VWs vergleichen, aber ja, sieht aus wie ein stattliches deutsches Auto, ne? Nein, aber ich habe nur gerade da runter geguckt und finde es ziemlich nice. Auf jeden Fall Gas und Bremse ist Pause und Play-Button. Das finde ich ziemlich cool, dass sie dieses Minimalistische so ein bisschen übernommen haben. Das wurde ja bei Tesla mal viel gehatet. Und, oder beim Model 3 zumindest, was natürlich nochmal wesentlich, wesentlich minimalistischer ist. Aber sonst feiere ich das eigentlich, weil es ist echt, es gibt nicht so mega viel. Aber was ich vorhin schon festgestellt habe und neidvoll bemerkt habe, Oskar, ist, dass das Lenkrad hier beheizbar ist. Na. Also, dann mal hier mein Blitzeindruck nach einer halben Stunde ID3. Aufgeräumt, sauber, klar, gut verarbeitet, kein Luxus, aber absolut gediegen. Oskar ist auch zufrieden, der Designpapst in unserer Familie. Ich kann die Sitze einstellen, wie beim Model 3, hoch, runter, hinten, vorne, alles. Hinten ordentlich viel Platz, genau dieselbe mangelnde Beinfreiheit durch die Batterie unten drin. Fährt sich sehr gut. Viel geringere Beschleunigung, muss man natürlich sagen. Mich erinnert vieles, übrigens schon von Anfang an, auch am Verkaufskonzept ans Model 3. Ja. Also ich glaube, sie haben schon geguckt. Sie haben natürlich auch geschaut, wie man sowas vermarktet, dass man erstmal nur mit einem Model rausgeht und dann die Alternativen erst später anbietet und so weiter. Glasdach finde ich natürlich schick. Also ich könnte mir zunächst mal absolut vorstellen, auch mit diesem Auto rumzufahren. Ja, die Beschleunigung, muss ich sagen, das schätze ich schon beim Model 3, dass ich da, wenn mal ein Lastwagen überholt werden muss oder ich in eine Verkehrslücke reinfahren muss, ich eine Beschleunigung von, ich glaube, 4, irgendwas habe. Hier sind es um die 7 Sekunden, also deutlich langsamer, also weniger Zug hat er. Außerdem ist er bei 160 km/h abgeriegelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist was, was mich ein bisschen wundert, weil das Ding hat 77 Kilowattstunden, wenn ich das richtig sehe. Aber deutlich weniger. Ah. Kann man da hier zumachen? Das geht so mit Touch. Das ist cool. Ah, mach wieder auf. Das ist cool. Bei der Reichweite, da bin ich ein bisschen verblüfft, weil für die Größe des Akkus und den Verbrauch das, und dafür, dass es auch noch bei 160 abgeriegelt ist, komme ich noch nie so ganz klar, wieso die Reichweite so gering ist. Wir haben jetzt auch von 310 auf 268 runtergefahren innerhalb von 3 Kilometern. Also das liegt dann an der Kälte. Dazu kann ich natürlich nicht viel sagen. Drin sitzen tut man gut, fahren tut's gut. Features hat es natürlich auch alle möglichen. Wie gesagt, 50.000 Euro kostet das Ding dann auch. Da werde ich vielleicht noch mal ein eigenes Video drüber machen, wo ich so eine Gesamtbetrachtung mache. Kosten, Komfort, Klimafreundlichkeit. Model 3 versus ID3. Jetzt fahre ich erstmal noch ein bisschen und vielleicht gibt es dann noch abschließenden Bericht. Und einen Kaffee kann man sich auch bestellen? Ah, Müdigkeitserkennung. Okay. So, und hier ist Lane Assist und Abstandshalter und Tempomat. Das sind die ganzen, er zeigt dir die Sachen, die er kann. Front Assist. Side Assist.
Ah, Distanzregelung. Verkehrszeichenerkennung, wow. Ja, wir entdecken natürlich ständig neue Sachen. Zum Beispiel gibt es Handgesten. Man kann also das Display mit Handgesten wischen. Kennen wahrscheinlich alle, die einen Golf 8 haben, auch schon. Und was Oskar vorhin auch noch positiv auffiel, war, dass die Türen beim Schließen einen amtlichen deutschen Ingenieursound von sich bringen, ja, und nicht so einen kalifornischen Blechklang, ne? Ja, aber ich meine, vergleich das mal hier. Klonk. Hier, dieser. Jetzt wollen wir natürlich mal wissen, was ist denn unter der Motorhaube versteckt? Erstmal muss ich rauskriegen, wie kriegt man sie denn auf? Ganz klassisch. Hebel ziehen. Und dann gibt es da unten so ein Häkchen, was man zur Seite schiebt und dann geht's auf. Okay. Ist das mit Sicherheit ein Elektroauto? Also, hier ist der Vergaser, da sind die Zündkerzen. Platz für einen Handgepäckkoffer ist da jedenfalls nicht. Ja, das war mein erster Eindruck vom ID3. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann liked dieses Video, lasst mir unbedingt ein Abo da und kommentiert auch unten, falls ihr selber schon mal ein ID3 gefahren habt oder wenn ihr weitere Ideen für Videos auf meinem Kanal habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Dieser Dad.